Vor der zerklüfteten Küste Chiles sind unzählige Schiffe spurlos verschwunden. Eines jedoch sollte zur Legende werden: Seine Majestät Schiff Dresden. Der meistgejagte Kreuzer des Ersten Weltkriegs. Die Marine ist der ganze Stolz des deutschen Kaisers. Sie soll seinem jungen Reich zur Weltgeltung verhelfen. Binnen weniger Jahre lässt Wilhelm II. Eine gewaltige Schlachtflotte bauen. Argwöhnisch beobachtet die Seemacht England dieses Wettrüsten, das 1914 in den ersten die ganze Welt umfassenden Krieg mündet. Die Entscheidung, wer die Weltmeere schließlich beherrscht, fällt in Übersee. Vor Südamerika wird die Dresden vom Kriegsausbruch überrascht. Der Auslandskreuzer zählt zu den schnellsten der deutschen Flotte. Aber einem feindlichen Angriff könnte er allein nicht standhalten. All dies geht dem jungen Oberleutnant Canaris durch den Kopf. Als Adjutant des Kapitäns nennen sie ihn den Kofferträger. Das wird sich bald ändern. Man schreibt den 18. September 1914. Ihr neuer Befehl lautet, sich dem Geschwader Graf Spees im Pazifik anzuschließen. Die Frage ist nur, ob die Engländer sie so weit kommen lassen. Als sich der 27-jährige Wilhelm Canaris für den Auslandseinsatz beworben hat, dachte er an alles andere als an einen Krieg. Er wollte nach Südamerika, um sein Spanisch zu verbessern und fremde Länder kennenzulernen. Er liest »Die Reise um die Welt« von Charles Darwin. Canaris ist nicht der Typ des Draufgängers, eher ein Diplomat, urteilt sein Kapitän. Aber nicht einmal er ahnt, dass sein Adjutant es bis zum Admiral bringen wird, sogar zum Geheimdienstchef. Sein Talent jedoch wird er schon jetzt beweisen müssen. Im Seekrieg. Längst hat sich die Royal Navy auf die Fährte der Dresden gesetzt. Doch die Panzerkreuzer des 4. britischen Verbandes unter Admiral Craddock sind recht betagt. Sie können dem schnellen deutschen Kreuzer kaum folgen. Kurz vor Kap Horn machen die britischen Kriegsschiffe Station, um Kohle zu bunkern. In Punta Arenas, einem neutralen chilenischen Hafen. Deutsche und englische Einwanderer leben hier friedlich miteinander. Der Krieg scheint weit entfernt. Als Admiral Craddock hier anlegt, muss er zu seinem Entsetzen erfahren, dass Graf Spee bereits unweit gesichtet wurde. Dem modernen deutschen Geschwader hat er nur 4 Panzerkreuzer entgegenzusetzen, von denen der älteste mit Maschinenschaden ausfällt. Verzweifelt fordert er in London Verstärkung an. Abgelehnt ist Churchills Antwort. Craddock soll sich dem deutschen Geschwader stellen. Der britische Verband verlässt Punta Arenas Richtung Pazifik. Unweit des chilenischen Küstenorts Coronel am 1. November 1914 sichtet der Ausguck der Good Hope Rauchfahnen am Horizont. Das gesamte deutsche Überseegeschwader auf Gegenkurs, darunter auch Kreuzer Dresden. Verband klar zum Gefecht. Auch die Deutschen haben den britischen Verband gesichtet. Für Wilhelm Canaris ist es ein historischer Moment. Zum ersten Mal seit der Schlacht von Trafalgar steht der legendären britischen Flotte ein ebenbürtiger Gegner gegenüber. Auf der Dresden werden alle Stationen besetzt, die Geschütze ausgerichtet. Geschwader aufschließen, Gefechtslinie einnehmen, funkt ihr Flaggschiff.
Signalspruch von Flaggschiff, Feuerbefehl 643. Verstanden. Verstanden. Artillerie klar? Artillerie klar. Noch belauert man sich und versucht, die beste Gefechtsposition einzunehmen. Maschinen volle Kraft voraus. Jawohl, Maschinen volle Kraft voraus. Schon der erste Volltreffer könnte sie versenken. In den Maschinenräumen gäbe es dann keinen drin. 100-fach wurde ein möglicher Angriff geübt. Doch um ihr Leben fürchten müssen die Matrosen heute zum ersten Mal. Die betagten britischen Schiffe weichen nicht der Übermacht. Nun gibt es kein Zurück mehr. Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Die Schlacht vor Coronel dauert nur wenige Minuten. Panzerkreuzer Monmouth schwer getroffen. Die Good Hope, Volltreffer, sinkt. Doch wo ist die Glasgow? Sie entkommt. Als einzige. Die Suche nach Überlebenden bleibt in der Dunkelheit erfolglos. Der jüngste Heizer der Dresden, Christian Stöckler, notiert in sein Tagebuch. Es ist Mitternacht. Ich muss wieder runter zu meinen Maschinen. Unsere Schiffe scheinen wie durch ein Wunder unversehrt. Viele haben den Untergang der Monmouth mit angesehen. Man erkennt es an ihren Gesichtern. Wir flüstern wie bei einer Beerdigung. Es hätte genauso gut uns treffen können. Im fernen London schlägt die Nachricht wie eine Bombe ein. Desaster im Pazifik, titeln die Zeitungen. Britisches Geschwader vernichtet, 1700 Tote. Bis heute hadern die Briten mit der Seeschlacht. Nach 100 Jahren Weltherrschaft hatte die Royal Navy ein Gefecht verloren. Die Briten wollten Rache und die Kontrolle über die Ozeane wiedererlangen. Winston Churchill, damals Befehlshaber der Marine, entschied, zwei seiner besten Schlachtschiffe auszurüsten. Zur Vorbereitung bewilligte er nur 48 Stunden. Die Briten sollten ihre Vergeltung schnell bekommen. Die beiden schwersten Schlachtkreuzer Englands sollen Graf Spees Geschwader auf den Meeresboden schicken. Doch noch liegen sie im Trockendock von Devonport. Unter Hochdruck machen Hunderte von Werftarbeitern sie einsatzbereit. Das Dock wird bereits geflutet, während an den Granaten immer noch gearbeitet wird. Am Morgen des 10. November schließlich rollen die ersten Munitionszüge zum Pier. Und danach kommt die Besatzung. 2000 Mann. Ein einziger Treffer ihrer Riesengeschosse bedeutet das Ende jedes feindlichen Kreuzers. Die weitreichenden Kanonen haben das gewaltige Kaliber von 30,5 Zentimetern. Winston Churchill ist zuversichtlich, mit diesen Schiffen die Schmach von Coronel zu rächen. Tragen sie doch die Namen Inflexible für unerbittlich und Invincible für unbesiegbar. Am 11. November 1914 verlässt der schwere Kampfverband England. Sein Fahrtziel sind die Falklandinseln vor Südamerika. Der abgelegene britische Stützpunkt im Südatlantik ist strategisch von unschätzbarem Wert. Jedes Schiff, das vom Pazifik in den Atlantik fährt, wird unweigerlich die Falklands passieren. Und tatsächlich, das siegreiche deutsche Überseegeschwader läuft nichtsahnend in Richtung Kap Horn. Nur ein einziger Mann könnte ihr Verhängnis noch aufhalten.
Es ist der 6. Dezember 1914. Der Hafen von Punta Arenas liegt verwaist. Das deutsche Konsulat bleibt den ganzen Tag geschlossen. Konsul Stubenrauch hat seine Familie auf einen Landausflug geschickt. Selbst der italienischen Köchin hat er freigegeben. Auch dem kroatischen Dienstmädchen. Es ist früher Nachmittag. Das Barometer ist gefallen und kündigt einen heraufziehenden Sturm an. Der deutsche Konsul erwartet geheimen Besuch. Albert Pagels, ein ortsansässiger deutscher Lotse. Nur Pagels kennt die chilenischen Gewässer wie seine Westentasche. Er muss das deutsche Geschwader an seiner Fahrt ins Verderben hindern. Denn schwere britische Schlachtkreuzer wurden auf Gegenkurs gemeldet. Gerhard Pagels, der Sohn des Lotsen, erinnert sich an die Fahrt seines Vaters nach Kap Horn. Am 6. Dezember abends ist er nun fertig mit seinem Schifflein, dem Chuk-Chuk, und er muss hinausgehen. Er fährt in eine stürmische Nacht, denn ein Unwetter war angesagt worden und 48 Stunden ist er dann gefahren. Nicht wahr? Auf dem Weg traf er noch Kreuzer Dresden. Er hat dann so auf eine Entfernung von vielleicht eine halbe Meile er ist herangefahren, so gut er konnte, und hat gewinkt. Aber die Deutschen auf der Brücke, die haben sich da ein Bild nicht machen können. Die sehen so einen kleinen Fischkutter da vorbeifahren, wissen nicht, worum es sich handelt. Es handelte sich aber, das deutsche Geschwader gerade zu warnen, denn Konsul Stubenrauch wusste ja, dass englische schwere Schiffe, die kamen schon, die waren in der Nähe von den Falklandinseln, also eine große Gefahr für das deutsche Geschwader. Von all dem ahnt man nichts auf der Dresden, die als schnellster Kreuzer die Spitze des deutschen Verbandes anführt. Und dennoch ist Wilhelm Canaris unruhig. Um den Atlantik zu überqueren, brauchen sie ausreichend Brennstoff. Graf Spee hat angeordnet, auf den Falklandinseln zu kohlen, ausgerechnet auf britischem Territorium. Ganz sicher sei der Stützpunkt ungeschützt, meint der Verbandschef, haben sie das Südamerika-Geschwader der Engländer doch selbst versenkt. Nach dem Sieg von Coronel plant Graf Spee sein nächstes Husarenstück, Heimfahrt mit englischer Kohle. Am 8. Dezember um 7 Uhr morgens nimmt das Schicksal seinen Lauf. Die Falklands kommen in Sicht. Der britische Beobachtungsposten entdeckt das deutsche Geschwader am Horizont und gibt sofort Alarm. Erst am Vortag sind die beiden britischen Schlachtkreuzer in Port Stanley eingelaufen. Sie liegen jetzt zusammen mit 5 weiteren Panzerkreuzern zum Bekohlen im Hafen. Wenn die Deutschen sie dort angreifen, haben die Briten wenig Chancen, denn sie liegen wehrlos vor Anker. Die Deutschen kommen schnell näher. An Bord der Gneisenau macht man an Land Rauchsignale aus. Harmlose Warnfeuer. Doch dann erkennen sie die hohen Masten britischer Schlachtkreuzer. Ruderhart Backbord! Bis heute bleibt Marinehistorikern unerklärlich, weshalb Graf Spee abdrehen ließ. Als Graf Spee auftauchte, lag das britische Geschwader wehrlos im Hafen vor Anker. Er wäre gut beraten gewesen, sie dort mit Torpedos anzugreifen. Er hätte dabei versenkt werden können, es hätte aber auch erfolgreich verlaufen können. Er entschied sich anders. Er drehte ab und floh. Wenn die Briten zügig ausliefen, könnten sie ihn noch vor Einbruch der Dunkelheit erwischen. Klar machen zum Auslaufen, befiehlt Admiral Sturdy. Leichter gesagt als getan. Dafür ist zu wenig Druck auf den Kesseln. Die furchteinflößende Größe der Giganten ist zugleich ihr Handicap. Die Heizer schaufeln im Akkord und machen Dampf für ihre 40.000 PS starken Maschinen. Admiral Sturdy kann zur Jagd blasen.
Langsam setzen sich die schweren Kolosse in Bewegung. In ihrer Kiellinie folgen drei weitere britische Kreuzer. Wenn sie erst einmal Fahrt aufgenommen haben, sind sie nicht nur schneller als die Deutschen, sondern dank ihrer weitreichenden Geschütze auch im strategischen Vorteil. Sie können feuern, ohne selbst in die Reichweite der deutschen Geschütze zu geraten. Graf Spee weiß, gegen diese britischen Schlachtkreuzer hat er kaum eine Chance. Und dann meldet Kreuzer Leipzig auch noch Maschinenprobleme. Unter Höchstgeschwindigkeit schließen nun die Briten auf. Schiffe klar zum Gefecht. Gefechtslinie einnehmen. Aus einer Entfernung von 14 Kilometern eröffnen die Briten das Feuer. Neben der langsamen Leipzig schlagen die ersten Granaten ein. Verzweifelt feuern die Deutschen zurück. Viel zu kurz. Die Briten antworten mit schweren Salven ihrer Großkaliber, zerschlagen die gepanzerten Decks und Aufbauten der deutschen Kreuzer. Die Gneisenau wird schwer getroffen. In den Kesselräumen versuchen sich die Heizer verzweifelt zu retten. Vergebens. Jetzt brennt ihr Flaggschiff, die Scharnhorst. Graf Spee lässt seinen Kreuzern signalisieren, versuchen sie zu entkommen. Er zieht mit seinem großen Schiff das Feuer auf sich bis zum bitteren Ende. Die Gneisenau und die Scharnhorst sinken. Die Briten blasen jetzt zur Jagd auf die flüchtigen Kreuzer Nürnberg, Leipzig und Dresden. Die Rache für Cornell muss vollständig sein. Als sich die Glasgow auf die angeschossene Leipzig stürzt, bietet sich der Dresden die Chance zur Flucht. Wilhelm Canaris weiß, das Einzige, was sie retten kann, ist ihre überlegene Geschwindigkeit. Dampfturbinen laufen auf Höchstlast. Noch niemals zuvor haben sie 26 Knoten erreicht, mit denen sie jetzt durch den eisigen Atlantik pflügen. Vor den glühenden Kesseln schaufeln die Heizer um ihr Leben. Plötzlich steigt über dem Meer Nebel auf. Sie halten direkt darauf zu. Unsichtbar geworden für ihre Verfolger, steuern sie ins Ungewisse, immer noch mit Höchstlast. Noch sind die Funksprüche der Engländer zu hören. Nur nicht nachlassen. Canaris fragt sich, wie lange die Maschinen dieses höllische Tempo durchhalten können. In 2 Stunden haben sie so viel Kohle verbraucht, wie sonst an einem ganzen Tag. Wird ihr Brennstoff bis zur Küste reichen? Aber wohin dann? Das kann nur der Kapitän entscheiden. Doch ihr Kommandant scheint nach der Hölle der Falklands wie gelähmt. Sind sie als Einzige dem Inferno entkommen? Canaris muss eine Entscheidung treffen. Biblitz. 2 Strich Steuerbord.
Kurs Südwest, 220 Grad. Biblitz? Übernehmen Sie. Sie müssen versuchen, das neutrale Chile zu erreichen. Punta Arenas. Nur dort können sie Kohle bunkern, um ihre Verfolger abzuhängen. Nach über 48 Stunden an den Heizkesseln hat der 17-jährige Christian Stöckler zum ersten Mal Pause. Er notiert in sein Tagebuch. Warum ist der Nebel nicht früher gekommen? Er hätte uns alle gerettet. Oder träume ich all das nur und wir sind längst ein fliegender Holländer mit toten Männern am Steuer? Plötzlich rasselt der Anker. Wo haben wir Zuflucht gefunden? In Punta Arenas. Hier bekommen sie Gewissheit. Sie sind die einzigen Überlebenden der Falklandschlacht. Alle anderen Kreuzer ihres Geschwaders sind untergegangen, samt ihrer 2200 Kameraden. Und mit ihnen der Traum Deutschlands, eine mächtige Seemacht zu werden. Canaris geht an Land. Sie brauchen dringend Kohle und ortskundige Unterstützung. Es ist der 12. Dezember 1914. Der Krieg hat die Einwandererstadt am Ende der Welt verändert. Man begegnet sich mit Misstrauen. Aus britischen Mitbürgern werden Spione und aus deutschen Einwanderern Feinde. Die chilenische Regierung ist neutral und im Zwiespalt. Canaris erhält deshalb von den chilenischen Behörden nur minderwertige Kohlebriketts, sehr zur Enttäuschung der Mannschaft. Mit dem bisschen Kohle können sie ihren Verfolgern unmöglich entkommen. Sie brauchen schnellstens ein Versteck. Canaris hat den deutschen Lotsen Albert Pages um Rat gefragt. In einer abgelegenen Bucht sollen sie sich verbergen, bis er neue Kohle für sie auftreiben kann. Gerade noch rechtzeitig verlassen sie den Hafen. Kaum 3 Stunden danach erreichen britische Kriegsschiffe Punta Arenas. Sie kommen zu spät. Sehr zur Enttäuschung ihres ersten Lords. Churchill war wütend über die Flucht der Dresden. Die Vergeltung für Coronel war nicht vollendet. Er befahl allen Schiffen, sie zu suchen. Sie sollte versenkt werden, um jeden Preis. Jegliche Erinnerung an den deutschen Sieg musste ausgelöscht werden. Das einzige Schiff, das dem Desaster von Coronel entkam, die Glasgow, setzt sich an die Spitze der Verfolger. In ihrem Kielwasser 6 weitere britische Kreuzer. Zusätzlich werden japanische und australische Schlachtschiffe angefordert. Sie sollen den Süden abkämmen. Das Netz der Verfolger zieht sich immer weiter zu. Im Felsenlabyrinth Patagoniens mit seinen engen Kanälen und Untiefen kann die Dresden nicht weit kommen. Heute verlässt erneut ein Schiff Punta Arenas auf den Spuren der Dresden. An Bord 2 Männer, die mit ihrer Geschichte bestens vertraut sind. Gerhard Pagels, der Sohn des deutschen Lotsen, sowie John Rees, englischer Konsul in Punta Arenas. Der Leuchtturm ist die letzte Landmarke der Zivilisation. Danach leben dort keine Menschen mehr. Francisco, der einheimische Kapitän, weiß, wie gefährlich diese Gewässer sind. Der britische Konsul scheint indessen nur Augen für die grandiose Landschaft zu haben. Und Gerhard Pagels, er kennt die Fluchtroute der Dresden aus den Erzählungen seines Vaters, dem Lotsen. Sie sehen, was damals die Besatzung der Dresden sah. Dezember 1914 notiert der junge Christian Stöckler in sein Tagebuch. Wir leben noch. Ein Gefühl der Erleichterung geht über das ganze Schiff. Hier sind wir allen Streitigkeiten der Welt entrückt. Wir sind in einer neuen,
einer besseren Welt. Um einen herum Stille, mit Tieren, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich fürchte mich davor einzuschlafen. Aus Angst, von dem Albtraum der Falklands wieder eingeholt zu werden. Am Morgen des 16. Dezember hat Canaris Wache. Das muss die gesuchte Passage sein. Die Durchfahrt zu ihrem Versteck. Backbord. Die Route hat ihm der deutsche Lotse in Punta Arenas beschrieben. Fahren Sie so nah wie möglich an den Gletscher heran. Nur dort ist die Fahrrinne tief genug. Aber passen Sie auf die Felsen unter Wasser auf. Es ist eine Fahrt wie durch ein Minenfeld. Canaris hält sich präzise an die Wegmarken von Pagels. Nach nur einer Viertelmeile im Kanal geht es plötzlich hart Backbord. Passen Sie auf, die Einfahrt in die Bucht ist kaum zu finden. Ein ideales Versteck. Sie erkennen die richtige Bucht an einem kleinen Wasserfall. Vertrauen Sie mir. Die Fahrrinne ist für die Dresden tief genug, selbst wenn es nicht so scheint. Dort wird sie unmöglich einer finden, hat Pagels Canaris versichert, denn die Bucht ist von Bergen umschlossen. Maschine stopp! Jawohl, Maschine stopp! Hat recht. Von außen ist man völlig unsichtbar. Alles klar machen zum Ankern. Beiboot aussetzen. Wache an Deck. Canaris gibt letzte Anweisungen. Zum ersten Mal seit Wochen sieht man ihn entspannt. Ein Landungstrupp soll das Gelände erkunden. Beim ersten Landgang, den die Mannschaft seit Monaten bekommt, darf der junge Heizer Christian Stöckler mit dabei sein. Er ist gerade mal 17. Die meisten von ihnen haben sich zur Marine gemeldet, weil sie heraus wollten in die weite Welt, dorthin, wo das Leben pulsiert, an die Copacabana oder Montevideo. Und nun sammeln sie Muscheln am gottverlassensten Ort. Der Wahlspruch auf ihrer Koppelschnalle, Gott mit uns, hier bekommt er einen anderen Klang. Canaris kann der Mannschaft nicht verschweigen, wie knapp der Proviant inzwischen ist. Sie müssen versuchen, irgendwie in der Wildnis zu überleben, bis Pagels, ihr Verbindungsmann, in Punta Arenas Proviant und Kohlen organisiert. Ob es ihm gelingt, die Briten abzuschütteln? Von allen Seiten dringen die britischen Verfolger immer tiefer ein ins Felsenlabyrinth von Patagonien. Bucht für Bucht suchen sie nach der Dresden ab. Aber es gibt tausende von Kanälen, die ins Nichts führen. Und die engen Fahrwasser durch die Schären sind tückisch. Das britische Flaggschiff ist bereits auf einen Felsen aufgelaufen. Kurz danach ein zweiter Kreuzer, Ruderschaden. Sie werden abgeschleppt ins Trockendock. Die Reparatur wird länger dauern, kabelt man zur Admiralität nach London. Die Suche nach einem einzigen Schiff beschäftigt nun schon eine ganze Flotte. Die Dresden war noch immer nicht gefunden und Churchill war außer sich vor Wut. Zahlreiche Schiffe waren im Südatlantik gebunden, um ein einziges deutsches Schiff zu suchen. Churchill setzte schließlich ein Kopfgeld aus, um die Dresden zu finden und zu vernichten. 5000 Pfund in Gold, wer herausfindet, wo dieser verdammte Kreuzer steckt. Ganz Patagonien macht sich auf den Weg. 5000 Pfund Belohnung, ein Vermögen. Jeder glaubt zu wissen, wo die Dresden zu suchen ist. Nur gefunden hat sie bislang keiner. Selbst die letzten Ureinwohner Patagoniens haben von der Belohnung erfahren.
Als sie versuchen, den Engländern die richtige Fährte zu weisen, versteht man sie nicht. Auf Kreuzer Glasgow fragt man auf Spanisch, ob sie das deutsche Kriegsschiff gesehen haben. Doch die Indianer sprechen nur ihre eigene Sprache. Man gibt ihnen Brot. Dabei wollen sie sich eine ganz andere Belohnung verdienen. Wissen sie doch tatsächlich, wo sich die Dresden versteckt. Es ist ihr Jagdgebiet. Aber die Engländer schicken sie weg. Ein einziges Boot ist auf der richtigen Spur. Die Galileo, ein unverdächtiger alter Zweimaster, den Charles Millward, der britische Konsul in Punta Arenas, privat geschartert hat. Sein heutiger Amtsnachfolger kennt die Hintergründe. He hired a small vessel, a small sailing boat. Er mietete ein Segelboot mit 2 Mann Besatzung, ein Russe und ein Franzose, die die Dresden suchen sollten. Wir glauben, Konsul Millward kannte ungefähr die Gegend, wo die Dresden sich versteckte, denn er verstand die Sprache der Ureinwohner. Womöglich hatte er von den Indianern erfahren, wo die Dresden abgeblieben war. And he may have had information from them, which helped locate the ship. 10 Tage sind es mit dem Kanu. Die Indianer beschreiben dem britischen Konsul einen engen Kanal, in dem sie das große Schiff zuletzt gesehen haben. Eine Passage mit festem Wasser auf den Bergen. Die Galileo setzt sich auf die Fährte. Hier muss die Dresden vorbeigekommen sein. An Land entdecken Millwards Spione, dass hier vor kurzem Holz geschlagen wurde. Möglicherweise von der Besatzung der Dresden. Der Gletscher. Auch Gerd Pagels hat die Wegmarke gefunden. Es kann nicht mehr weit sein bis zum Versteck der Dresden, so hat es der Vater beschrieben. Der Sohn des Lotsen erzählt, wie damals auf seinem Vater die ganze Verantwortung lastete, Proviant und Kohlen zur Dresden zu bringen. Plötzlich taucht in der abgelegenen Gegend ein Fischerboot auf. Es verspricht Abwechslung auf dem Speiseplan nach einer Woche Fahrt in der felsigen Einöde. Für ein paar Flaschen Hochprozentiges wird man sich handelseinig. Der Schiffskoch frohlockt. Ciao. Sie müssen weiter. Wo bleibt der Proviant? Wo die Kohlen? Im Versteck der Dresden wartet Canaris verzweifelt auf den Lotsen. Längst kennt er Charles Darwins Reise auswendig. Pagels hat fest versprochen, ein Versorgungsschiff in ihr Versteck zu lotsen. Nun ist Weihnachten und er ist noch immer nicht da. Richtige Stimmung will in der Abgeschiedenheit nicht aufkommen. Bei der Mannschaft hat Canaris angeregt, Weihnachtsschmuck zu basteln. Nach Hause sollen sie schreiben. Dabei haben sie über ein halbes Jahr weder Post bekommen noch abgeschickt. Einige schreiben dennoch nach einem Zuhause, das sie womöglich nie wiedersehen. Sie sind an Land gegangen, um Zweige für die Mannschaftsräume zu holen. Weihnachten ist hier mitten im Sommer und alles ist grün. Sie sind hier in eine andere Welt geraten. Christian Stöckler hat im leeren Kohlenbunker eine Nische gefunden, wo er endlich einmal für sich ist. Zum 100. Mal liest er den einzigen Brief seiner Eltern, den er längst auswendig kennt. Mein lieber Junge, wir hoffen, es fehlt dir an nichts. Schreib uns, mein lieber Christian, ob du auf deinem Schiff etwas vermisst, damit wir es beim Kaufmann für dich besorgen können. Ansonsten stehle, wo du auch hinkommst, aber nur mit den Augen. Man kann so viel sehen in der Fremde und man kann nie zu viel wissen.
Von so einer Reise kannst du dein Leben lang zehren. Kein Weihnachten ohne Überraschung. Als Canaris wieder einmal Ausschau hält nach dem sehnlichst erwarteten Versorgungsdampfer, taucht plötzlich am Eingang der Bucht ein verdächtiges Segelschiff auf. Was hat das hier zu suchen? Weit ab von jeder Zivilisation, von allen Weide- und Fischgründen entfernt. Verdächtig schnell dreht der Zweimaster wieder ab. Man hat die Dresden offensichtlich entdeckt. Ihr Versteck ist aufgeflogen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Royal Navy hier auftaucht. Sie müssen weg. Sofort. Auch die Schonos geht Anker auf. Es ist nicht mehr weit bis zum Durchlass in die Hewitt Bay. Hinter diesem Nadelöhr hatte sich wochenlang die Dresden versteckt. Als damals Gerds Vater endlich die Bucht erreicht hat, findet er sie verlassen vor. Er kommt zu spät. Pages sucht den toten Briefkasten, der damals verabredet war. Ein abgestorbener Baumstumpf. Hier hatte Canaris eine Nachricht für Gerd Pages Vater hinterlassen. Ihr neues Versteck sei eine große Felsenbucht, die auf keiner Karte eingezeichnet ist. Mit einer Einfahrt wie eine Schiebetür. Auf der Schonos rätselt man. Gerds Vater musste damals genau gewusst haben, wo er die Dresden zu suchen hatte. Doch sein Sohn kennt nur die Richtung. Sie müssen nach Nordwesten. Bis zum heutigen Tag ist diese Gegend wenig erforscht. Kein Schiff wagt sich normalerweise hier herein. Zu ungenau sind die Karten, zu trügerisch die Gewässer. Allein ein deutscher Versorgungsfrachter hat damals das Risiko auf sich genommen. Gelotst von Albert Pagels. Die Fahrt der Dresden musste auf Schleichwegen erfolgen. Durch enge Kanäle, durch riffübersäte Fjorde, auf nicht kartierten Wasserstraßen. Ein nautischer Husarenritt. Doch auch die Spione des britischen Konsuls haben Wind von dem neuen Versteck der Dresden bekommen. Charles Millward meldet die Koordinaten nach London. Aber die britische Admiralität glaubt ihm nicht, denn ihre Karten zeigen dort Land und keine Bucht. Sogar als die Briten einen eindeutigen Hinweis auf das Versteck erhielten, missachteten sie ihn. Denn die Dresden hätte demnach auf einem Dark liegen müssen. Das Problem war, dass die Gegend zum letzten Mal von der Beagle kartiert wurde, zu Zeiten von Charles Darwin. Die Seekarten waren völlig veraltet. So versteckte sich die Dresden in einem weißen Fleck auf der Landkarte. Sie ankerte hinter zwei Inseln und konnte nicht gesehen werden. Ein ideales Versteck. Die Beschreibung mit der Schiebetür passt. Der Sohn des Lotsen sieht zum ersten Mal die Felsen, hinter denen sich das meistgesuchte Schiff des Ersten Weltkrieges versteckt hat. In einer abgeriegelten Bucht. So groß, dass man darin eine ganze Flotte verstecken könnte. 2 Monate haben sie auf der Dresden ausgeharrt. Ohne elektrisches Licht, ohne Heizung, nur Muscheln, die gab es bis zum Abwinken. Die Ankunft Pages ist wie eine Erlösung. Er hat das Unmögliche geschafft. An den Engländern vorbei, an den großen Frachter bis in ihr Versteck gelotst. Die Männer auf der Dresden scheinen wie verwandelt. Sie haben wieder Anschluss an die Welt. Ist der Krieg vielleicht schon vorbei?
Also die Dresden-Leute, die haben natürlich sehnsüchtig gewartet auf diese 1500 Tonnen Kohle, die sie da von der Sierra Córdoba bekommen sollten. Und natürlich der ganze Proviant, die waren ausgehungert. Und da war die ganze Mannschaft an der Reling aufgetreten. Und die haben dann ein Hip Hip Hurra ausgegeben, weil die Kohlen kamen und der Proviant. Es waren schwere Gefühle. Jeder hat mitgedacht und mitgearbeitet und hat sich in die Wäsche gelegt. Noch ist der Krieg nicht vorbei. Aber versorgt mit allem Notwendigen kann die Dresden nun den Ausbruch wagen. Anker auf, Kurs Pazifik. Am Abend des 14. Februar 1915 verlassen sie endgültig Patagonien und suchen die offene See. Abgeblendet und mit leiser Fahrt steuern sie in den Pazifik, als um 3 Uhr nachts plötzlich ein verdächtiger Schatten vor ihnen auftaucht. Licht aus! Ein britischer Panzerkreuzer, der vor Anker liegt. Ruder ab Backbord! Mit langsamster Fahrt schleichen sie in der Dunkelheit an dem Engländer vorbei. Unbemerkt. Sie haben unverschämtes Glück. Sie erreichen die offene See. Endlich. Sie sind so euphorisch, dass sie wenige Tage später die monatelange Funkstille unterbrechen und glücklich nach Berlin kabeln, Durchbruch in den Atlantik geglückt. Schicken Sie Kohlenschiff für weitere Fahrt. Treffpunkt 37 Grad Süd, 80 Grad West. Ein verhängnisvoller Fehler, denn die Engländer hören mit. Die Dresden war knapp an Brennstoff. So nahmen sie ihr Signalbuch und funkten. Doch die Briten fingen diese Nachricht auf und da das Signalsystem nicht besonders sicher war, konnten sie es knacken. Sie schickten ihr einen Kreuzer auf den Hals. Am 8. März erreicht die Dresden den per Funk vereinbarten Treffpunkt. Doch der Ausguck meldet keinen Kohlendampfer am Horizont, sondern gibt stattdessen Alarm. Kriegsschiff mit 3 Schornsteinen schnell näher kommend. Es ist der britische Panzerkreuzer Kent. Gegen dessen Feuerkraft sind sie chancenlos. Das Einzige, was die Dresden noch retten kann, ist ihre schnelle Maschine. Sie holen raus, was nur irgendwie geht. Es wird ein Wettrennen auf Leben und Tod. Britischen Panzerkreuzer laufen die Maschinen jetzt auf Hochtouren. Zum Schluss verbrennen die Engländer in den Kesseln alles, was brennbar ist. 24,5 Knoten, verkündet der Maschinenoffizier. Trotzdem reicht es nicht. Die Dresden läuft ihnen davon. Doch um welchen Preis? Das mörderische Tempo hat ihre Turbinen beschädigt. Mit letzter Kraft schleppen sie sich nach Robinson Crusoe Island. Auf der abgelegenen chilenischen Insel fällt endgültig der Anker. Der Kommandant beschließt, aufzugeben. Sie sind ohne Kohlen, ohne Ersatzteile. Die Maschinen sind ruiniert. Canaris macht einen letzten Rundgang durch das aufgelegte Schiff. Die Mannschaft ist ausgebrannt.
Sie wollen sich unter den Schutz der chilenischen Regierung stellen und sich internieren lassen. Dies also ist die Insel, auf der Robinson Crusoe ausgeharrt hat. 7 lange Jahre. Welches Schicksal steht Ihnen bevor? Ihr Kommandant ist zuversichtlich. Bis auf die Wachmannschaft können alle an Land gehen. Stündlich rechnen Sie mit den angeforderten chilenischen Kriegsschiffen, unter deren Schutz Sie sich stellen wollen. Doch die Tage vergehen. Sie liegen vor Anker und nichts geschieht. Erst am Morgen des 14. März zeigen sich am Horizont schwarze Rauchsäulen. Endlich. Der Kommandant ordert Wachmannschaft und Offiziere sofort an Deck. Die Geschütze sind in Zurstellung, auf Land gerichtet. Man will einen guten Eindruck bei den Chilenen machen. Aber es sind keine Chilenen. 3 britische Kriegsschiffe halten mit voller Kraft auf sie zu. Vorneweg die Glasgow, die mit der Dresden noch eine Rechnung offen hat. Und heute ist Zahltag. Dass die Dresden in neutralem Gewässer die Waffen streckt, kümmert die Briten wenig. Die Rache für Coronel wird vollstreckt, die Schmach getilgt. Wer nicht im Granatenhagel umkommt, versucht sich schwimmend zu retten. Als die Überlebenden endlich den Strand erreichen, versinkt die Dresden, der letzte Kreuzer des deutschen Überseegeschwaders, in den Tiefen des Pazifiks. Mission erfüllt, kamen die Briten ihrem obersten Dienstherrn nach London. Die Dresden war zur Legende geworden. Deshalb wollte Churchill sie unbedingt versenken. Ihr Untergang stellte die Vorherrschaft der Briten auf den Weltmeeren wieder her. Die Mannschaft der Dresden wird auf einer Gefangeneninsel interniert, auf Quiriquina, unweit der chilenischen Küste. Im fernen Europa, auf der anderen Seite der Welt, ist der Krieg festgefahren, aber noch ist kein Ende abzusehen. Einer der Gefangenen will nicht so lange warten. Wilhelm Canaris. In der Nacht des 3. August 1915 wagt er die Flucht. Er muss die chilenische Postenkette unterlaufen, um den Strand zu erreichen. Festland ist es dann nicht weit. Canaris ist entschlossen, sich bis in die ferne Heimat durchzuschlagen. Verkleidet als chilenischer Handlungsreisender und ausgestattet mit einer ungefähren Übersichtskarte Südamerikas, wird er den ganzen Kontinent durchqueren. In Buenos Aires besteigt er unter falscher Identität einen holländischen Frachter. Über Portugal und England erreicht er im Oktober 1915 unbehelligt Hamburg. Deutschland wird den Krieg verlieren. Doch Canaris' Talente führen ihn bis ins Zentrum der Macht. Als Admiral im Nachrichtendienst der Marine. In den 30er Jahren wird er Chef der Auslandsspionage. Aber zunehmend distanziert er sich im Zweiten Weltkrieg von der Nazi-Diktatur und wechselt insgeheim in den Widerstand. Erst spät wird er enttarnt,
und 1945 im Konzentrationslager von Flossenbürg hingerichtet. Was aus der Mannschaft der Dresden wurde, die damals im Lager von Kirikina zurückblieb? Sie mussten sich auf der Insel selbst versorgen. So wurden aus Seeleuten Landmänner, Schrebergärtner, Geflügelzüchter. Ihre deutsche Wurst und die Modellschiffe der Dresden waren auf dem Festland begehrt. Aus Christian, dem jungen Heizer, wurde ein gefragter Kunstschlosser. In Deutschland allerdings hat man sie schlichtweg vergessen. Erst ein Jahr nach Kriegsende konnten sie zurückkehren. Nicht wenige, aber blieben in Chile. Dort, wo ihr Schiff bis heute liegt. Auf dem Grund des Pazifiks.